So, mein Lieben, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu TKG, Katjas Geheimnis. Und wir müssen noch ein bisschen rausfinden, was so los ist. Wir sind ja mit Klößchen unterwegs und wir wissen jetzt noch nicht genau, wo wir hin müssen. Wir waren ja hier irgendwie. Wir wollten noch diesen Peter suchen irgendwie, ne? Das haben wir auch irgendwie. Peter, der Meter. Was macht Katja eigentlich so üblicherweise in ihrer Freizeit? Und was ist das? Wie versteht sich Katja eigentlich mit ihren Eltern? Aha. Ach, die sind okay. Ihr Vater ist manchmal ein bisschen zu streng. Aha. Aber ihre Mutter geht in Ordnung. Aha. Okay. Ja, was ist eigentlich mit diesem Peter? Hat sie das uns nicht gesagt? Du, dieser... Ah, ein neues Haus. Das habe ich noch gar nicht entdeckt. Das ist Peter. Peter, grüß dich. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ein Reitposter. Hallo, Klößchen. Sympathische Stimme. Sympathischer Mensch. Hallo, Klößchen. Die kommt mir irgendwo bekannt vor. Aus einem Werner-Film? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auffällig. So große 5-Dingsnummern und ein Pferdereitposter. Von wem ist das denn? Wie geht's denn so mit der Nachhilfe? Mhm. Bringt dir das Spaß? Ist Katja eine gute Nachhilfeschülerin? Naja, sie hat absolut keine Lust auf Mathe. Das ist der Haken. Am letzten Montag ist sie schon nach einer Viertelstunde wieder abgehauen. Nee, woher kenne ich denn diese Stimme? Was soll ich machen? Ich kann sie ja nicht zum Lernen zwingen. Von irgendeinem anderen Fiesling. Ey, Leute, wenn ihr die Stimme auch erkennt, dann schreibt mir mal, von woher die Stimme kennt. Aber ich kenne sie auf jeden Fall so krass. Was ist das? Kennst du dich mit Pferden aus? Nee, aber mit Pferdewetten. Ich konstruiere gerade ein todsicheres Wettsystem. Aha. Also, weil er kennt sich mit Pferdewetten aus. Und deswegen hat er ein Bild von Pferde mit Reiter im Hintergrund. Da hätte ich doch, wenn ich Pferdewetten mache, irgend so ein Bilanzbild oder ein fettes Geldschein oder ein Sack Money Bunny oder sowas, aber doch nicht. Naja, er kennt sich auf jeden Fall mit Pferdewetten aus. Wir gehen wieder zurück und gehen wieder rein. Der ist also hier unten. Aha. Kennst du dich mit Pferden aus? Nee, aber mit Pferdewetten. Ich konstruiere gerade ein todsicheres Wettsystem. Wie geht's denn so mit der Nachhilfe? Weißt du was von Katjas Hobbys? Aha. Sie zeichnet sehr gerne und auch ganz gut, glaube ich. Aha. Sie ist halt eher der künstlerisch begabte Mensch. Okay, Katja. Letzten Montag hat sie so einen Typ mit Bart gezeichnet. Das sah schon richtig professionell aus. Ein Typ mit Bart? Aha. Am Montag. Aha. Vielleicht kriegt Tim noch ein bisschen was aus ihm raus. Gucken mal. Hallo? Grüß dich, Peter. Ich, Peter, du Tarzan. Sehr witzig. Gott, der ist doch richtig fies, Tim. Wie geil ist das denn? Sag mal, Katja ist doch mathematisch keine besondere Leuchte, oder? Wann war Katja denn das letzte Mal bei dir? Okay. Sag... Nee, aber mit meiner kompetenten Hilfe könnte noch eine 4 draus werden. Boah, ist der unsympathisch. Sieh an, die große weite Welt des Rennsports. Aha. Hast du was gegen Galopprennen? Naja, mein Onkel Walter hat mal sehr viel Geld auf der Rennbahn verloren. Ah ja. Ich heiße aber nicht Walter und ich wette wissenschaftlich, mit System. Boah, ist ja furchtbar. Boah, ist der schlimm, ey. Aber ich finde es ein bisschen lustig, wie er Tarzan verarscht. Da merkt... Halt noch ein bisschen durch, Süße. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Wenn die Kohle erst da ist, brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Nee, geht alles in Ordnung. Ach, keine Sorge. Ich hab alles im Griff. Ja doch. Es reicht garantiert. Ja, natürlich für uns beide. Ich würde doch nie ohne dich. Genau. Okay. Ich ruf an. Tschüss. Halt doch ein bisschen durch, Süße. Oh, dritte Mahnung. Divers World, Versandhandel GmbH. Bitte überweisen den umgehenden Betrag, was hat er denn bestellt? 10.000 Mark. Peseta Buchhaltung. Peseta ist auch geil. Okay, er hat eine dritte Mahnung bekommen, für irgendwas hat er bestellt, Bestellnummer, dies, das, ich weiß noch nicht genau, was das ist, und er hat irgendwie telefoniert, wenn das Geld da ist, und mit einer Süßen, und halte durch, hat er gerade mit Katja telefoniert, haben die da irgendwas vor, hat sie irgendwie einen krassen Deal mit ihrem Nachhilfelehrer angefangen, oder was, was ist da los, was war das gerade? Und was für ein Verhältnis hast du zu Katja? Genau. Wann war Katja denn das letzte Mal bei dir? Das möchte ich mal und wissen. Und was für ein Verhältnis? Ja. Hä, was?
Sag mal, was soll die Fragerei? Ich gebe ihr Nachhilfe und das ist alles, verstanden? Ich glaube dir kein Wort. Du hast die Stimme eines Fieslings. Du bist ein Fiesling. Sieh an, die große, weite Welt des Rennsports. Naja, gut, okay, das kennen wir schon tatsächlich. Hast du was gegen Galopprennen? Nee. Naja, mein Onkel Walter hat mal sehr viel Geld auf der Rennbahn verloren. Aha. Ich heiße aber nicht Walter. Ja. Ich wette wissenschaftlich, mit System. Du bist ein Vogel, Du bist ein Vogel. Können wir den noch weiter ausquetschen? So, komm her, wir quetschen den noch ein bisschen aus. Der ist mir suspekt. Wann war Katja denn das letzte... Mann, um dir so eine Bude leisten zu können, musst du ja Tag und Nacht Mathe unterrichten. Wann war Katja denn das letzte Mal bei dir? Ja, wir fragen ihn einfach mal alles aus. Das ist anscheinend hier der wichtig. Der Herr Kommissar befragt einen Zeugen. Ja, ja. Wüsste nicht, was dich das angeht. Oh, Alter, ich mach dich kaputt, Alter. Ich trete ihn einfach durch die Scheibe aus dem Zimmer raus und wieder in das Zimmer rein. Nee, wobei eine Tatsache macht Judo, der wird nicht getreten. Aber ja, er kann bestimmt alles andere auch. Mann, um dir so eine Bude leisten zu können... Und was für ein Verhältnis hast du zu Katja? Mann, um dir so eine Bude leisten zu können, musst du ja Tag und Nacht Mathe unterrichten. Ja, ja. Lass das mal meine Sorge sein. Mhm. 10.000 Mark Rechnungen. Da lebt es sich im Urwald billiger, was? Ah, witzig. Ja, du Arschloch. Ey. So, und dich bringe ich hinter Gittern. Ich weiß nicht für was, aber du hast bestimmt irgendwas gemacht. Ja, ja, sehe ich genauso. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay. Tschüss. Tschüss. Die Mahnung. Vielleicht müssen wir uns das mit Klößchen nochmal angucken oder so, mit wem anders. Gucken wir mal. Wir gehen mal wieder mit Klößchen dahin. Wir nerven den jetzt hier harten Typen einfach. So war das hier. Hm. Na? Sag mal, hast du was zu essen für mich? Vielleicht einen Eck? Wie geht's denn so mit der Nachhilfe? Bringt dir das Spaß? Wir fragen auf jeden Fall nicht das mit dem Essen. Ach, es hält sich in Grenzen. Aber von irgendwas muss ich schließlich die Miete bezahlen. Okay. Ja. Kennst du dich mit Pferden aus? Nee, aber mit Pferdewetten. Ah, das hatten wir schon. Ich konstruiere gerade ein todsicheres Wettsystem. Ja, 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 dein Wettsystem, todsicher und so. Was mit todsicher? Das, glaube ich, gibt's bei dir öfters, du kleiner Mogospoggo, du. Ja, komm, gehen wir nochmal hin. Sag mal, hast du was zu essen für mich? Oh, das ist so bitter, weißt ey. Weißt du was von Katjas Hobbys? Ey, die sind, das ist so bitter. Sag mal, hast du was zu essen für mich? Und wie sie immer darauf rumhacken, Schokolade? Dass er halt ein bisschen schokosüchtig ist, der kleine Mops. Ich hab selber Hunger, du Schokomonster. Boah, siehst du? Damit sie nur wieder hier so einen total oberflächlichen Witz rausballern können. Ey, das ist richtig schlimm, die 90er, Alter. Boah, ey, da kann man da was noch lustig auf Dicken rumzuhacken, ne? Sag mal, hast du was zu essen für mich? Heutzutage wäre das weißt nicht mehr so von PC. Katjas Hobbys? Ne? Sie zeichnet sehr gerne und auch ganz gut, glaube ich. Ja, das hat er tatsächlich auch gesagt. Ihr, der künstlerisch begabte Mensch. Ja. Letzten Montag hat sie so einen Typ mit Bart gezeichnet. Mhm. Das sah schon richtig professionell aus. Ja, warte mal, ich möchte, dass er wieder weg ist und dass ich vielleicht mit ihm hier diese Zahlen denke. Ah. Man hört ihn gar nicht. Ja gut, aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Naja, gut. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht egal ist. Ach so, nein, es ist ja egal, wer es sieht. Die teilen sich die Informationen. Also so war das auf jeden Fall in den anderen Teilen. Ja, gut, okay. Was machen wir? Was gibt's eigentlich hier? Gibt's hier noch irgendwas zu lesen oder so? Gibt's irgendwas zu tun? Haben Sie sich mal in Katjas Zimmer umgesehen? Fehlt dort irgendetwas? Hat sich in der Zwischenzeit was Neues ergeben? Ja, komm, wir labern mal mit dem. Haben Sie sich mal in Katjas Zimmer umgesehen? Fehlt dort irgendetwas? Na klar, hab ich gleich nachgesehen. Der Rucksack mit den Schulsachen ist nicht da, den hatte sie ja zur Nachhilfe mitgenommen. Hm. Aber sonst fehlt nichts, glaube ich. Aha. Ah, was ist das? Ah, da haben wir auch wieder den Überfall. Wieder Überfall auf Bank. Gangster werden immer frecher. Noch haben wir keine Ahnung. Wieder Überfall auf Bank. Schön, dass Sie dafür einen Leser haben. Finde ich super. Das ist echt... Da haben sie sich noch gut Mühe gegeben damals für die Spiele. Hat sich in der Zwischenzeit was Neues ergeben? Ich hätte gerne den Schokoriegel da. Oh. Was kostet der? Gott, Klößchen, hat sich in der Zwischenzeit was Neues ergeben? Es ist schon ein bisschen lustig, aber... Hat sich in der Zwischenzeit...
Überhaupt nichts. Es ist zum Verzweifeln. Aha. Irgendwie ist auch, also mit euch sich zu unterhalten, ist ja wirklich wieder echt schwierig, Leute. Ihr seid schon sehr hart anstrengend. So. Wo war das denn? Wo war denn jetzt der Kiosk? Ich muss ihn noch mal ein bisschen penetrieren. Gibt's was Neues? Hat sich in der Zwischenzeit was... Ich hätte gerne den Schokoriegel da. Ich hätte gerne den Schokoriegel da. Nee, okay, das bringt was kostet alles der? Nix. Hier. Ist schon okay so. Oh, vielen Dank. So, es ist wirklich... Es tut mir wirklich leid. Das ist richtig schlimm. Ich find's richtig schlimm. Ich finde das nicht okay. Das ist so dieses Mitleidige, so. Ah, oh, guck mal, ja, der dicke Junge hat Hunger. Komm, wir schenken ihm mal den Schokoriegel hier. Es ist ja, unsere Tochter ist weg und er denkt an Schokolade. Da, nimm ihn einfach. Weißt du, es ist so. Oh Mann, der Arme. Er tut mir ein bisschen leid, weil er so aus seiner Schokosucht reduziert wird. Er ist ja Teil der anonymen Schokoholiker. Das finde ich gut. Ja, sind wir hier fertig? Sind wir hier durch oder was? Und dann, gibt's was Neues? Ich hätte gerne den Schokoriegel oh, da. Oh nee, okay, es ist... Hat sich in der Zwischenzeit was Neues ergeben? Ja, nee, also es passiert überhaupt nichts. Es ist zum Verzweifeln. Ja, okay. Ja, gut. Dann nicht, dann versuchen wir es vielleicht nochmal hier bei den Türen. Wie kann denn die Oma heißen? Das ist der Türke. Hank heißt die wohl nicht? Hallo. Hallo. Oh, hallo? Hallo, hallo. Und hier bei Simon ist wieder Party. Ich suche eine ältere Dame. Die Oma von Katja. Ja. Yeah. Gott, was für Arschlöcher. Was für Arschnasen wohnen hier drin? Das ist ja unglaublich. Also sind sie auch nicht. Das ist der Türke, das ist Wild. Ist jemand? Was ist? Oh, okay, guten du bist... Guten Tag. Ich... Hallo. Hallo. Wer ist da? Ich bin... Ich suche... Okay, die Anlage ist schon kaputt. Und da? Hallo? Hier ist nochmal Willi Sauerlich. Ach so, das war diese Frau, ich die erst neu dazugezogen ist. Ich kann mich nicht erinnern. Oder halt, du suchst die Oma von Katja? Ja. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Naja, schade. Auf Wiedersehen. Es muss ja dann Pepper sein. Hallo? 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 Mach auf! Ja? Ah! Guten Tag, Frau Pepper. Mein Name ist Willi Sauerlich. Hallo. Ich bin ein Freund von Katja. Ja. Sauerlich? Bist du etwa mit Marga Sauerlich verwandt? Ja, ja, stimmt genau. Meine Mutter. Tante Marga ist meine Großtante. Okay, sie lebt jetzt in Australien. Oh, wenn das kein Zufall ist. Marga ging mit mir in eine Klasse. In der Sekunda saßen wir sogar nebeneinander. In wer? In der Sekunda? Mein Junge. Ja, ich komm mal rum, ne? Ah, schicke Bude. Geil, die hat Kuchen. Lecker, hallo. Erstmal, ich sag nicht hallo, ich sag erstmal ein Stück Kuchen. Frau Bürger. Der Kuchen ist einsame Spitze. Wie machen Sie das nur? Ja. Das Rezept ist ganz einfach. Schokolade. Willst du es haben? Ja, her damit. Oh ja. Wenn Sie mir das Geheimnis verraten würden. Dann kann er das seiner Haushälterin geben. Klar. Die kann ihm dann du auch so einen Kuchen zwei backen. Zwei Tafeln Zartbitterschokolade. Aha. Die schmilzt du mit zwei Esslöffeln Wasser im Wasserbad. Yeah. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, rührst du 100 Gramm Butter und 140 Gramm Zucker dazu. Yeah, okay. Trenne drei Eier, von denen du das Eigelb in die Schokomasse gibst, okay. Schlage das Eiweiß steif und hebe es dann unter die Schokomasse. Okay. Oh Gott, fast hätte ich das Mehl vergessen. Oh. 60 Gramm Mehl rührst du mit dem Eigelb in den Teig. In den das Teig, Ganze in eine mit Backpapier ausgekleidete Form und bei 180 Grad 40, ungefähr eine Dreiviertelstunde backen. Geil. Ist gar nicht schwer, wie du siehst. Nö. Zartbitterschokolade ist einfach so ein Butter, so ein Marmor-Schokoladenkuchen. Ja. Super, Frau Pepper. Mein Name ist Pepper. Ich find's so geil, wie einfach... Ach so, oh nee, ich bleib nicht in der Wohnung. Oh, ich muss neu klingeln. Oh. Ich muss wieder viermal... Oh nein. Ja? Hier ist Willi. Willi Sauerlich. Hallo Willi, was kann ich für dich tun? Ich würde sie gerne noch etwas fragen. Na dann komm doch mal hoch, mein Junge. Oh nein. Ich muss es jedes Mal machen. Oh, es ist nervig, ey. Ich find's so geil. Ihr kommt in die Wohnung,
geht erstmal zum Kuchen und greift so rein. Nom, nom, nom. Geil, Alter. Ja, gucken wir mal, was die Frau Peber für uns zu sagen hat. Ne, wir fahren ihr beim nächsten Mal, damit spannend bleibt. Ne? Bis dahin. Tschüssing.